Herzlich willkommen, hallihallo, schön, dass ihr da seid hier bei Mission Mars mit mir, mit Piro Parker hier auf dem YouTube-Kanal von Writing Bull. Bei Mission Mars geht es darum, wer von uns, meiner Wenigkeit oder Writing Bull, zuerst auf dem Mars landet. Der Wissenschaftssieg hier in Civilization 6, das hier gespielt wird. Ihr schaut Piro Parker zu und parallel hier in der Playlist ist natürlich auch Writing Bull selbst zu sehen mit den bösen, bösen Sküten, die auch bei uns hier im Spiel sind. Hier im Süden haben sie ein inzwischen nicht mehr ganz so großes Reich, nachdem sie sich mit den Norwegern das ein oder andere Mal gehauen haben. Apropos Norweger, mit denen haben wir Krieg. Die Schweinebacken haben uns doch tatsächlich einen Siedler geklaut, mit dem wir eigentlich hier eine Stadt hatten bauen wollen, um so von dieser Ölressource zu profitieren. Das hat nicht ganz geklappt. Die Norweger haben uns den Siedler geklaut und zerstört und haben dann angefangen, unsere Stadt Xi'an anzugreifen, haben allerdings jetzt doch ziemlich den Kürzeren ziehen müssen und wollen jetzt auch gerne Frieden verhandeln mit uns. Das haben wir bisher abgelehnt, weil wir gesagt haben, das, was du uns da bietest, das reicht noch nicht. Wo sind wir? Wir haben begonnen mit dem Bau eines Raumhafens hier in Kyoto, des ersten Raumhafens. Der zweite ist in Okayama schon im Bau und auch in Taiyuan werden wir jetzt in Kürze damit beginnen. Wir fahren mal fort in die nächste Runde und schauen mal, was passiert. Da möchte jemand handeln. Perikles, zwei Luxusressourcen, eine strategische Ressource. Pferde können sie gerne haben. Ach nö, das waren nicht nur zwei Luxusressourcen, sondern irgendwie so ziemlich alles, was ich habe. Nee, vergesst es, mein Freund. So wird das nichts mit uns beiden. Die Angebote, die wir hier von den KI-Mitspielern kriegen, doch inzwischen ziemlich mau, liegt wohl nicht zuletzt daran, dass wir nicht gerade der beliebteste Spieler sind. Was eigentlich daran liegt. Oder woran liegt es eigentlich? Gute Frage. Wir haben einem Spieler bisher den Krieg wirklich aktiv erklärt. Das war Perikles selbst. Das stimmt nicht. Zu Beginn des Spiels auch Japan. Aber meine Güte, das ist 5000 Jahre her fast. Und jetzt brauche ich nochmal kurz euer Erinnerungsvermögen. Aber Perikles hatten wir doch mit einem Casus Belli, nämlich durch die Denunzierung, den Krieg erklärt, oder? Warum ist dann dieser Heureka hier nicht ausgelöst worden? Hier, für den Nationalismus, erklärt den Krieg mit einem Casus Belli. Haben wir doch gemacht. Genau das haben wir doch gemacht. Hat aber irgendwie das Heureka nicht ausgelöst. Keine Ahnung. Eine große Persönlichkeit ist fällig. Hierin ein großer Händler. Plus 25% Tourismusproduktion für andere Zivilisationen, zu denen wir eine Handelsroute haben. Das ist eigentlich nicht wirklich spannend. Da passen wir mal. Dann behalten wir einen ganzen Schwung an Punkten hier. Na, das war wahrscheinlich keine gute Idee. Denn sieht fast so aus, als ob hier kein anderer diese große Persönlichkeit als nächstes bekommen würde. Achso, warte mal, das ist doch jetzt eine andere. Handelswegkapazität um 1 plus 25%. Ja, das ist doch alles Käse. Das brauchen wir doch nicht. Was wir brauchen, sind große Wissenschaftler und große Ingenieure. Hier wäre zum Beispiel jetzt dieser große Ingenieur Nikola Tesla baubar. Oder kaufbar vor allem auch. 1448 Glaubenspunkte haben wir wohl. Ist gar nicht mal so schlecht. Zusätzliche Produktion durch alle Gebäude innerhalb eines Industriegebietes und plus 3 Geländefelder. Radiuswirkung, wie auch immer. Gar nicht so schlecht. Vielleicht müssen wir mal überlegen. Es gibt ja durchaus noch die ein oder andere große Persönlichkeit, große Ingenieure und auch große Wissenschaftler, die dann den Bau von Wissen oder von Raumfahrtprojekten beschleunigen. Das ist aber auch so ein bisschen Glückssache, welche man da angeboten bekommt. Na komm, wir nehmen den mal mit hier. Die Glaubenspunkte brauchen wir nicht. Die schimmeln bei uns innen rum. Wer ist denn der Nächste? Anziehungskraft, ja, das ist ja völlig Wurst. Total langweilig, braucht kein Mensch. Dann müsste uns aber dieser unbekannte Spieler hier ohnehin zuvorkommen. Nikola Tesla, hallo. Du darfst dann
um 3 Felder wird der Radius erhöht. Ich glaube, das ist dann vielleicht am besten dieses Feld. Da schicken wir den dann schon mal hin. Und in Taiyuan ist jetzt ebenfalls gerade ein Kraftwerk fertig geworden. Und na, instinktiv hier oben mal hingezeigt. Dieser Bug, der besteht leider noch. Händler abgeschlossen, war vor etlichen Runden, aber das letzte Bauprojekt war ein Kraftwerk. Kanalisation plus zusätzlicher Wohnraum wäre natürlich auch nicht verkehrt. Die Stadt hat hier keinen Wohnraum mehr, ist sogar schon drüber. Aber es soll hier auch ein Raumhafen werden. Unser dritter Raumhafen. Tenochtitlan. Ein Markt. Und Sparta. Darf man eine Wassermühle bauen? 47 Runden für den Campus ist dann doch ein bisschen happig. So, da könnten wir nochmal wieder Norweger beschießen. Das machen wir doch sehr, sehr gerne. Da in diese Senke. Ach, sind wir mal so mutig. Stellen uns mal in den Sumpf. Da gibt es einen Verteidigungsmalus. Diese Kanonade, diese Feldkanone kann befördert werden. Und was ist hier? Dasha-Quest abgeschlossen. Gar nicht mitbekommen. Kumasi wollte wohl irgendwas. Ich weiß nicht mehr was. Wäre super, wenn es hier noch irgendwo stehen würde. Tut's leider nicht. Was auch immer sie wollten, wir haben's getan. Dieser Handwerker, den hatten wir losgeschickt, dass er hier noch ein bisschen die Dschungel abholzt. Das darf er auch tun. Hier fangen wir mal an. Und diesen Ambusschützen, den legen wir da mal schlafen. Dieser Händler hier, der soll noch ein bisschen die Produktion ankurbeln, dafür also eine interne Handelsroute starten, Sparta oder Athen, plus 4 Nahrung und plus 3 Produktion. Das machen wir. Und dich legen wir ebenfalls auf die Lauer. Und dich auch. Eine Runde weiter. Ja, da kommt nochmal ein norwegischer Ritter angeschwommen. Hier gewassert. Eine ganze Armee von Missionaren. Skythische Missionare, die den Sikhismus verbreiten wollen. Irgendwie aber inkonsequent, wenn hier an unseren Städten vorbei, die jetzt hier noch nicht bekehrt sind. In Changsha ist dieses Industriegebiet fertig geworden. Das wird die Städte Kyoto und Okayama mitstärken, sobald hier die wichtigen Gebäude drin stehen. Deswegen geben wir da direkt mal Gas. Und in Athen können wir beginnen mit einer Universität. Obwohl, eigentlich ist das Quatsch, ne? Forschungstechnisch sind wir doch im Prinzip am Ziel. Ein bisschen ist noch zu tun, aber schaffen wir das nicht auch mit dem, was wir schon haben? Vielleicht können wir noch ein passenderes Bauprojekt finden. Pagode. Könnten wir kaufen und glauben. Bringt Wohnraum. Kaserne. Kaserne dürfte dafür sorgen, dass die Produktion, die Handelsrouten hierher machen, ansteigt. Machen wir das mal. Gibt es hier mal eine Kaserne? Und diese Feldkanone darf diesen Ritter mal aus dem Spiel nehmen. Na, das war... Da haben wir fast hier den Hopliten jetzt gezogen. Wollen wir natürlich nicht. So, 2 Aktionen hat dieser Handwerker noch. 1, 2... Wälder wären hier noch zu holzen. Einmal hier dieser Regenwald und dort oben noch. Und du darfst hier diese Kohlemine errichten in Athen. Weiter geht's. Nikola Tesla auf dem langen Marsch und angekommen. Runde darf er nicht mehr machen.
Ach, und hallo Harald, möchtest du gerne Frieden schließen? 110 Gold pro Runde ist ja schon nicht schlecht. Wie viel hast du denn? 125 hättest du? Möchtest du aber nicht. Aha. Zucker brauche ich nicht. Deine strategischen auch nicht. Hier. Darauf würde er sich einlassen. 125 Gold und 823 Gold pauschal. 125 Gold pro Runde. Über 30 Runden. Das sind ja, meine Güte, irgendwie um die 4000 Gold oder sowas. Das kann man mal machen, oder? Was meint ihr? 4000 Gold quasi im Rundenrhythmus und 800 Gold mal eben so pauschal. Dazu noch eine Luxusressource, dass wir die jetzt großartig brauchen würden. Zucker will er uns nicht hergeben. Aber Elfenbein haben wir selber zweimal, wird also versorgt, also 8 Städte, wir haben locker 12. Ist also auch tatsächlich hilfreich für uns. Ja, ach komm, wisst ihr was, Leute? Viel mehr ist hier nicht zu holen. Seine Städte will ich gar nicht haben. Aber sein vieles Geld nehme ich sehr, sehr gerne. In dieser Phase des Spiels wirklich hilfreich. Also, Frieden mit den Norwegern. Tomiris bedankt sich dafür, dass wir Barbaren gekillt haben. Ich glaube, hier irgendwo hatten wir welche zuletzt erledigt. Oder hier, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wenn Gott wirklich gewollt hätte, dass wir Menschen fliegen, hätte er uns sicher den Weg zum Flughafen leichter gemacht. Jawohl. Und Nikola Tesla darf jetzt hier in diesem Industriegebiet gezündet werden. Schauen wir mal, wie sich das auswirkt. In Taiyuan jetzt noch 30 Runden, in Okayama 29 Runden und hier 9 Runden. Ich gucke da immer einmal hier unten lieber hin, weil der Wert, der hier in diesem Stadtbanner angezeigt wird, häufig nicht ganz stimmt. Und jetzt zünden wir mal. Also 30, 29 und 9. So, nicht aktualisiert, aber 28, 27 und 9. Das hat sich nicht verändert, aber an diesen beiden Städten hier ist die Produktion für die Raumhäfen dann auch gleich nochmal um 2 gesunken. Das ist ja super. So, die nächste Forschung. Glaube ich, ziemlich egal. Wir nehmen mal hier die Satellitentechnologie, damit dann der Mondlandungsstart baubar. Aber als erstes kommt sowieso der Erdsatellit hier in Kyoto. Nun in Shanghai noch ein Bauprojekt. Das soll mal ein Kraftwerk werden. Und 2 Gesandte. Hier nach Nanmadol vielleicht. Griechenland uns bald in die Quere. In Jakarta sind wir unangefochten. Ja, und Forschung ist, glaube ich, so langsam vorbei, das Thema. Produktive Stadtstaaten wären super, haben wir nicht. Na, der darf da auch stehen bleiben hier. Und der steht hier eigentlich gar nicht mal so schlecht. Sieht von hier aus gut, hat einen Verteidigungsbonus. Passt so. Und dieser Handwerker, den schicken wir ebenfalls Holz fällen. Kyoto damit angewachsen hier auf Stufe 12. Und hat jetzt wieder ein Wohnraumproblem. Vielleicht gucken wir mal eine Kanalisation. Könnten wir uns leisten? Wir kriegen jetzt ja viel Gold in den nächsten Runden. Plus 2 Wohnraum. Machen wir das? Machen wir das nicht? Machen wir das? Machen wir das nicht? Machen wir. Zack. Kanalisation. Bisschen mehr Wohnraum. Die Stadt auf 12 wächst demnächst auf 13. Hier. Dieser Handwerker, den könnten wir hier auch Holz fällen lassen. Nächste Runde wird der Nationalismus fällig. Fertig. Und dann die Möglichkeit, unsere Politiken abermals auszutauschen. Oh, und hier, schaut mal hier. 2 Aluminiumressourcen bei Zcapotzalco. Klingt, als sollten wir hier demnächst nochmal den ein oder anderen Handwerker bauen, kaufen, wie auch immer.
Die menschliche Natur, wie sie sich im Stammessystem und Nationalismus manifestiert, sorgt für die Dynamik der Maschinerie der menschlichen Evolution. Eine neue kulturelle Ausrichtung. Jetzt die Urbanisierung. Das ist unser nächstes Ziel. Wollen wir einmal in die Politiken schauen. Im Nachhinein, ich habe viele von euren YouTube-Kommentaren gesehen. Hätte man so etwas nehmen können hier, als wir Krieg geführt haben, sowohl gegen die Azteken als auch gegen die Griechen, diese Karte hier. Kampfsieger erhöhen oder bringen Gold in Höhe von 50% der Kampfstärke der besiegten Einheit. Ja, hätte man machen können. Ich habe mich so sehr darauf versteift, dass hiermit die Einheiten etwas günstiger werden, dass ich da den Blick dafür verloren habe. Wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Nun ist es zu spät. Im nächsten Krieg denken wir darüber auf jeden Fall nochmal nach. Jetzt einmal die Überlegung. Handwerker hatten wir gerade gesagt. Und so ein bisschen Wald haben wir noch zum Abholzen bei den großen Städten, die jetzt die Raumfahrtprojekte bauen. Deswegen gibt es nochmal eine Handwerkerkarte. Und nehmen dafür die Nachbarschaftsboni raus. Das dürfte nicht so schlimm sein. 100% Wissenschaft auf den Campus selber ist da wichtiger. Von 328 fallen wir auf 310. Damit können wir leben. Ja, hier in Xi'an war unser Industriebezirk mal geplündert worden von, ich glaube, von einem Spion. In Peking haben wir einen Händler fertig gekriegt. Da gibt es jetzt ein Kraftwerk. Und diesen Händler schicken wir rüber nach Kyoto. Und diesen Handwerker hier hoch in diesen Wald. Dort soll der den Wald abholzen. Eine Runde weiter. So ein, einmal mehr, so ein völlig sinnloses Angebot hier von der KI. Das braucht natürlich keiner. Sieh. Irgendwo im Barbarenlager erschienen, habt ihr es gehört? Aber scheint nicht in der Nähe zu sein, zumindest nicht sichtbar hier. Hier irgendwo? Ah, da vielleicht. Ah, das ist nicht so wild. Ist näher dran an den Norwegern, glaube ich, als an uns. Na, die sollen uns mal keinen Ärger machen. In Athen haben wir gerade eine Kaserne gebaut. Dann könnten wir jetzt fortfahren mit der Waffenkammer und hacken hier mal ein bisschen Holz. Und jetzt in Athen die nächste Handelsroute schicken wir von Kyoto aus mal dorthin. Würde Kyoto nochmal 3 Produktionspunkte dazu kriegen. Eine Runde weiter. Güten hier mit sehr vielen Missionaren unterwegs und verfolgen sie vielleicht hier einen Religionssieg. Hatten wir schon mal nachgeschaut, war glaube ich alles noch nicht so gefährlich. Eine von 10 Zivilisationen bekehrt, nämlich sich selbst. Also die sind da auch sehr inkonsequent, muss man einfach sagen. Die rennen hier zwar mit vielen Missionaren durch die Gegend, aber rennen eben auch nur und bekehren dann hier oder da mal ein bisschen was, aber ohne wirklich zu einem Ziel zu kommen. Jetzt haben wir ja gerade die Handwerkerkarte reingemacht und das wäre natürlich dann jetzt auch total clever, dann jetzt auch mal einen Handwerker zu bauen, ne? Hier soll der allerdings 6 Runden dauern, das ist natürlich schon ziemlich knackig.
Geht das in Azcapotzalco vielleicht schneller? Auch 6 Runden. Produktionsbonus ist, oder Produktionsfokus ist hier schon eingeschaltet. Wir versuchen das mal. In 6 Runden ist ja auch die Urbanisierung schon fertig. Vielleicht schieben wir da gleich nochmal was ein. In Taiyuan, da bauen wir jetzt einmal, da unterbrechen wir einmal den Raumhafen und auch in Okayama machen wir das. Zugunsten eines, na jetzt sind wir aber gerade in Athen. In Athen möchte ich das nicht tun. In Athen können wir uns ein... Was können wir uns denn gönnen? Haben wir irgendwelche archäologischen Dinge hier in der Nähe? Ausgrabungsstätten. Ist ja nicht wirklich drauf geachtet. Waren ja auch bisher eigentlich nicht wirklich relevant für uns. Sieht auch nicht so aus. Entweder ist uns da schon jemand zuvor gekommen, oder es gibt keine, oder ich übersehe sie. Wir nehmen aber mal ein Kunstmuseum. So, jetzt wollte ich aber doch gerne noch auch in Okayama einmal dieses Bauvorhaben unterbrechen zugunsten eines Handwerkers. Die dann hier bei Taiyuan und auch bei Okayama so ein bisschen noch die Wälder wegputzen sollen. Na, eigentlich. Vielleicht könnte man sogar doch auch in Athen einen Handwerker bauen. Wie lange soll der denn dauern? 4 Runden? Wenn wir die Karte schon gerade drin haben. Meine Güte. Was Besseres haben die da eh nicht zu tun. Noch irgendwo? Die Produktionsgebäude sind mir gerade doch wichtiger. Ich glaube, das passt so. Sparta vielleicht noch einen. Gucken wir mal. 9 Runden. Das dauert zu lang. Mit Produktionsfokus. Ins 6. Ebenfalls 6, so wie auch in Tenochtitlan und in Azcapotzalco. Müssen wir die Urbanisierung vielleicht einmal für eine Runde zugunsten eines anderen Projekts hier einmal aufschieben. Ist denn hier noch irgendwas, wo wir sagen, das wollen wir haben unbedingt? Das hier sieht eigentlich ganz nett aus. Das überlegen wir uns mal in aller Ruhe. Vielleicht wechseln wir mal kurz auf den Kolonialismus, bauen dann ein paar Handwerker fertig und machen dann mit der Urbanisierung weiter. Das machen wir in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, euer Piru.